Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Bucharchivar. Bei diesem Erfolg müssen wir 11 Bücher im Gebiet Heilsturz finden und das Spezielle hierbei ist, dass 6 davon für einen Schatz benötigt werden und zwar alle grünen, außer hier die 500 Gerichte werden hier für den Schatz Meister in der Lehren der Aurati benötigt. Da habe ich bereits ein Video gemacht, wie das genau abläuft. Und das werde ich dann in die Kommentare bzw. in die Beschreibung verlinken. Ich werde aber trotzdem in diesem Video natürlich alle 11 Bücher zeigen. Sie wird vermutlich ein wenig komisch sein wegen der Reihenfolge, weil die Aufnahmen teilweise vom anderen Video noch stammen. Aber eben, ich hoffe trotzdem, dass ich da ein bisschen behilflich sein kann. Und für das erste befinde ich mich jetzt etwa bei 4840, also hier an dieser Stelle auf der Map. Und zwar hier, ja, bei diesem Dorf. Und das erste ist eben hier das Buch mit das große Buch über die Iome der Aurati. Da müssen wir einfach das Ganze hier nur aufsammeln und dann Inventar haben. Danach können wir es auch ungetrost löschen. Das Buch wird danach wieder auftauchen an der gleichen Stelle wie zuvor. Für das Buch mit den 500 Gerichten befinde ich mich nun bei etwa 4450 im Teilgebiet Merelda, also hier an diesem Punkt auf der Map und ja von dem Game her hier an dieser Stelle und hier auf der rechten Seite in diesem Gebäude drin befindet sich daneben das besagte Buch. Für Pavaltas Kodex der dimensionalen Struktur befinde ich mich jetzt etwa bei 4964, also hier an dieser Stelle auf der Map. Und ja, von dem Game her befinde ich mich gerade hier. Dort können wir gleich mal ins Gebäude reingehen und das Buch selber ist hier gleich ja, im Bücherregal. Das können wir gleich aufsammeln, dann geht es gleich weiter zum nächsten. Für das Notenbuch der Lichtfunken befinde ich mich nun bei etwa 5360, also hier an dieser Stelle auf der Map und ja, von dem Game her hier an diesem Punkt. Natürlich werde ich alle Koordinaten noch in die Beschreibung eintun, damit ihr das eventuell kombinieren könnt mit dem Add-on TomTom. Aber eben hier in diesem Gebäude befindet sich das Notenbuch und dann können wir gleich weitergehen zum nächsten. Für das Buch Beleda Vision des Kaisers befinde ich mich nun bei etwa 5766, also hier auf der Map. Und von der Umgebung her hier an diesem Punkt bei ja, diesem Schiff. Und dort müssen wir gleich hier oben reinfliegen. Und hier auf dem Tisch befindet sich dann das Buch. Geht's gleich weiter zum nächsten. Das Buch Sie kommen aus den Tiefen befindet sich etwa bei 5751, also außerhalb eines Gebäudes. Und zwar hier an dieser Stelle auf der Map. Und von der Umgebung her hier an diesem See. Und eben hier an dieser Stelle befindet sich dann dieses Buch. Für das Lied von Renilash befinde ich mich bei etwa 7057 hier auf der Map und von der Umgebung her hier gleich bei diesem Zelt. Und hier auf dem Tisch befindet sich dann eben dieses Buch. Das können wir gleich mal aufsammeln. Dann geht es gleich weiter zum nächsten. Das Buch Pflege und Ernährung des Kaiserluchses befindet sich etwa bei 6944. Also hier befinde ich mich gerade auf der Map. Und ja, von der Umgebung her hier bei diesem Stall und auf der rechten Seite hier drin befindet sich dann eben dieses Buch. Das Buch Schachzug des Lichts befindet sich nun etwa bei 6941 hier auf einer kleinen Brücke, also hier an dieser Stelle auf der Map und eben von der Umgebung hier, wie vorhin erwähnt, auf dieser Brücke hier, dort ebenfalls einfach draufklicken und dann geht es gleich weiter zum nächsten. Für das Buch Richtlinien der Schattensperrstunde befinde ich mich nun bei etwa 6428, also hier auf der Map und von der Umgebung her hier auf diesem Hof. Und das Buch selber ist hier gleich drin auf dem Tisch. Und dann geht es gleich weiter zum nächsten. Für das Journal der Schattensperrstunde befinde ich mich nun etwa bei 6022, also hier oben im Norden des Gebiets. Und von der Umgebung her hier an diesem Punkt, bei diesem kaputten Haus, dort können wir ebenfalls einfach draufklicken und haben somit eigentlich alle 11 Bücher aufgesammelt. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei diesen Erfolg ebenfalls zu erlangen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!